Hi, liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem Zweitkanal. Heute haben wir eine entspannte Reaction auf eine Austauschschülerin aus den USA, die dort jetzt eine Roomtour zeigt von ihrem typisch amerikanischen Haus in der USA, also von ihrer Gastfamilie. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja inzwischen echt viele Kanäle, wo Mädels ihre Auslandsreise in die USA und was weiß ich mit YouTube-Videos festhalten. Bestimmt auch Jungs, also sorry, dass ich nur Mädels gesagt habe. Aber wir gehen rein. Für alle, die nicht wissen, wo sie sich befinden, ihr befindet euch auf meinem Zweitkanal. Hi. Könnt gerne einmal rein abonnieren, wenn ihr Bock habt. Hier kommt jeden Tag um 18 Uhr ein Video und auf Shadow Talk kommt jeden Tag um 14 Uhr ein Video auf dem Hauptkanal. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Link zu Insta natürlich auch. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir lehnen uns zurück, machen es uns gemütlich, holen uns was Leckeres zu snacken, was Leckeres zu trinken. Einen entspannten Tee geht einfach immer. Gibt's halt, kann man nicht genug von haben. Und ich würde sagen, wir gehen rein in das Video und wir hören uns mal an, was die Dame hier zu sagen hat. Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute kommt die langersehnte Haustour, weil extrem viele haben mich gefragt, ob ich eine Haustour machen kann. In dem Haus, in dem ich lebe, hier in North Carolina, bei meinem Auslandsjahr. Ja, ich habe meine Gastfamilie gefragt und für die ist irgendwie überhaupt kein Problem, dass ich das Haus zeige, in dem ich lebe. Freut mich halt extrem. Boah, sie ist mega hyped, ne? Siehst du? Genau so stelle ich mir so eine amerikanische Austauschschülerin vor, so richtig so. Hi, hier, ich zeige euch heute mein Haus von North Carolina. So, also, ja, ich bin sehr gespannt. Weil mich so viele gefragt haben, ob ich eine Haustour machen kann und ich fand halt Haustouren auch immer extrem spannend, als ich halt immer so Auslandsvideos geguckt habe. Deswegen kommt heute das Haustour-Video. Ich wollte euch jetzt ganz kurz das Haus zeigen, wie es halt aussieht, wenn es sozusagen noch hell ist. Später die Haustour werde ich drehen, wenn es dunkel ist, da ja gerade auch so die Weihnachtszeit ist. Und ich will es probieren, noch hochzuladen vor Weihnachten, damit es halt auch so in diesem Weihnachts-Vibe ist. Aber auf jeden Fall wollte ich das nochmal ganz kurz zeigen, wie das Haus aussieht, wenn es halt hell ist und nicht dunkel, weil ich finde, das kommt auch nochmal ganz anders rüber, wenn es halt... Ich finde diese Einfahrten in den USA einfach schon immer so geil. Und da gibt es auch keine Zäune zum Nachbarn, also öfter mal. Jetzt seht ihr hier keinen Zaun zum Nachbarn. Einfach eine übergängliche Wiese. Das ist so entspannt. Das sieht so, es sieht nicht so gezwungen aus alles. Wisst ihr, was ich meine? Alles und nicht ganz dunkel. Und auch nochmal ganz kurz zu der Nachbarschaft, wie es aussieht, wenn es halt noch so, es ist gerade Dämmerung. Also die Sonne geht halt da hinten gerade unter, falls ihr es gerade sehen könnt. Da, ja. Also diesen Weg komme ich immer von der Schule. Und dann ist das hier unser Haus. Und ich finde das so wunderschön einfach. Und ja, so sieht es halt im Hellen aus. Später werde ich erst mal ganz zeigen, wenn es halt dunkel sein wird, weil wie gesagt, es kommt nochmal ganz anders rüber, wenn es halt dunkel ist. Und dort geht gerade voll schön die Sonne unten da. Oh, die Kamera will es gerade nicht zeigen. Da hinten. Und oh, die Garage geht gerade auf. Und dann ist es halt einfach unsere Nachbarschaft, wenn man halt einfach so guckt. Genau, und dann würde ich sagen, melde ich mich später bei euch, wenn es halt... Ich finde diesen Ami-Look, was Häuser... Ich finde es cool, aber ich bin auch voll der Deutsche, diesen Look, ne? Aber ich glaube, diese Ami-Kids, die finden es kacke, oder? Die finden es so wie in Deutschland cool, so. Wisst ihr, wie ich meine? Weil, also das ist so, du hast einfach eine Riesenstraße, wo die Kinder spielen können, ohne Probleme. Die einzigen Autos, die aufpassen müssen, sind die, die da wohnen. Die fahren, nur die fahren ja da lang, hauptsächlich, oder wenn Besuch kommt. Die haben alle einen großen Vordings, wie heißt das? Platz. Dort stehen dann Basketballkörbe und was weiß ich. Dann haben die alle eine Garage, die ins Haus führt. Die Häuser sind einfach so geil gebaut. Ich finde, die sehen so geil aus. Dunkel sein wird, weil dann, wie gesagt, kommt nochmal alles ganz anders rüber. Dann kann ich euch diese Dekoration hier nochmal ganz zeigen. Und dann fange ich später an, wenn es halt dunkel sein wird. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gewartet und jetzt ist es dunkel draußen und deswegen kann ich euch jetzt ein bisschen zeigen, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Also das ist hier unsere Nachbarschaft. Ich finde dieses Haus extrem schön. Und dann hat dieses Haus in unserer Nachbarschaft sogar so eine Lightshow. Ihr könnt jetzt sogar ein bisschen diese Musik hören. Und krass. Dann sieht unser Haus so aus. Genau, das ist hier unsere Dekoration. Und dann die anderen Häuser sind irgendwie nicht so viel dekoriert in unserer Nachbarschaft. Aber wenn man halt die nächste Straße da lang geht, dann sind da die Häuser extrem dekoriert. Und ja genau, hier ist wie gesagt unsere Garage. Dann kommt man hier so. Hier haben wir halt ganz viele Lichter. Diese Lichter erinnern mich irgendwie extrem an Stranger Things. Genau, da haben wir halt hier so ein Front Porch. Dann hier über unserer Tür steht eine Maske, was ich voll schön finde. Genau, hier wird eigentlich nicht so viel wartet dekoriert. Bisschen hier. Und hier haben wir halt... Ich finde ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, kann sie auch nicht ändern. Das ist einfach, wie sie redet. Aber sie redet sehr... Also genau das Gegenteil von mir. Ich bin halt so ein sauer entspannter Mensch. Ich rede sehr
deep, langsam, langsam. Manchmal gehe ich auch ab und dann mache es mal so und so. Aber bei ihr sehr so diese Höhen und Tiefen in dieser Stimme, dieses. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist gerade für mich gewöhnheitsbedürftig. Aber junge Dame, ich möchte sie nicht kritisieren. Sie kann ja nichts dafür, wie sie redet. Das ist ja ihre Stimme, ihre Stimmfarbe. Ich bin gerade einfach mehr in einem ruhigen Modus. Ich bin gerade so auf Feierabendstimmung unterwegs. Ne? Wir haben hier 19.30 Uhr. Deshalb, ich bin gerade ein bisschen ruhiger und sie gibt halt gerade Vollgas. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, was ich meine mit ihrer Stimme. Sie redet wie so eine Influencerin. Wie so, also richtig so. Ja, und dann wird hier der Liam im Sommer spielen und ja, dann wird auch einen richtigen Weihnachtsbaum, richtig süß. Und dann geht sie wieder zurück in ihre normale Stimme und redet ganz normal, aber dann wird's wieder so. Uiuiuiui, liebe Freunde, der kleine Sedotalk. Aber ich glaube, es liegt doch einfach an meinen Kopfhörern, dass es halt direkt in meine Ohren reingeht. Ich glaube, würde ich über Boxen hören, würde man mich das gar nicht jucken. Wieder sitzen wir mal hier und ja. Genau, jetzt gehe ich mal rein. Wenn man reinkommt, ist das dann halt der erste Blick, den man hat. Das ist halt so dieser Eingangsbereich hier. Hier haben wir halt auch so einen kleinen Weihnachtsbaum, richtig süß. Und hier kann man halt dann rausgucken. Und ja, das ist halt sozusagen so ein großer Esstisch. Hier sind ein paar Geschenke. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier. Und ich fuck mich gerade voll ab. Das tut mir voll leid, weil ich will mich nicht über sowas abfucken. Aber es fuckt mich innerlich voll ab. Es tut mir voll leid für das Mädchen. Weil, also es ist nicht böse gemeint, ach scheiß drauf, ich fuck mich jetzt auch nicht mehr ab. Das ist gerade einfach zu viel für meinen 19.30 Uhr Feierabendkopf. Es sind einfach nur so Jacken und so drin, also jetzt nichts krass Besonderes. Genau, von dieser Perspektive sieht das so aus. Genau, und dann gehen wir weiter, hier ist halt so ein Alarm. Genau, hier ist dann halt einfach Grocery, Dry Foods, einfach unsere Pantry, also wo man halt immer Essen und so hat. Ich glaube, ihr wisst sagen, was es ist. Muss ich jetzt nicht genauer zeigen. Genau. Danach ist das hier der Blick. Yep, genau. Geht mal hier so lang. Das ist unsere Küche. Das ist eine typisch amerikanische Küche mit so einer Insel, was ich extrem, extrem schön finde. Ich finde halt generell solche Kücheninseln extrem schön. Also ich glaube, in der Zukunft, wenn ich ein Haus haben werde, will ich auch unbedingt so eine Insel haben. Ich finde das extrem schön. Genau, hier haben wir einfach unseren Kühlschrank. Und ja, ich glaube, das muss ich auch nicht genau erklären. Ihr wisst ja, wie eine Küche aussieht. Ihr wisst ja alles, was es ist. Ich finde auch die Aufteilung, wenn du mit der Küche, wie in so amerikanischen How I Met Your Mother oder was weiß ich, wenn die Küche zum Wohnzimmer offen ist, also so wie hier, dass die Küche sozusagen gegenüber vom Wohnzimmer ist, dass man in der Küche chillen kann, aber mit Leuten auf dem Sofa reden kann. Ich finde, das hat richtig viele Vorteile, aber auch Nachteile. Also beispielsweise jemand will im Wohnzimmer einen Film gucken, in der Küche will jemand abspülen, dann ist nervig. Aber sonst finde ich, hat das so was Familiäres, Gemeinsames. Sonst feiere ich das halt sehr, tatsächlich, muss ich sagen. Einfach unseren Kühlschrank und ja, ich glaube, das muss ich auch nicht genau erklären. Ihr wisst ja, wie eine Küche aussieht, ihr wisst ja alles, was es ist. Genau, hier ist einfach unser Eisbereich. Ich esse meistens an diesem Platz hier und mein Gastbruder meistens hier. Und dann mein Gastbruder da. Und hier ist dann sagen der Office von meiner Gastmutter. Hier arbeitet sie halt dann immer, weil sie ist ja Englischlehrerin. Das heißt, hier arbeitet sie immer. Und ja, genau, das ist halt sozusagen ihr Arbeitsbereich. Dann hier kann man einfach weitergehen. Hier ist dann einfach sein Gästebadezimmer. Und hier einfach, ja, hier geht man wieder zur Garage zurück. Genau, also es ist einfach so ein Rundherum, sagen, so ein Rundgang. Und hier ist dann unser Wohnzimmer, was ich extrem, extrem schön finde. Ja, ist echt voll cute. Ich feiere das, wie das aufgebaut ist. Dass man auch vom Wohnzimmer auf die Treppe rauf gucken kann, so ein bisschen, wie diese hochgeht. Ich feiere diese amerikanischen Looks sehr, tatsächlich. Ich feiere das echt sehr. Hier haben wir unseren Weihnachtsbaum schon und Geschenke. Und ja, dann ist da unser Fernseher. Und hier haben wir auch unsere Stalkings. Das ist mein Stalking. Ich finde richtig süß mit der Eule. ja, genau. Und hier haben wir so einen kleinen Kamin auch. Ich glaube, das heißt Kamin. Ich finde langsam echt schon deutsch. Und ja, genau. Und dann ist das einfach unsere Couch hier. Und ja, das ist dann halt hier so der Blick. Genau. Und das war es auch eigentlich schon mit dem ganzen Part unten. Genau, noch einmal kurz so ein Durchblick. Für euch alle. Und ja, genau, das war's auch eigentlich schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach. Ich muss mich voll zusammenreißen, nicht nachzumachen. Ja.
Genau. Ja. 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 Das war's, Leute. Aber ich will echt nicht. Ich will nicht so. Wie heißt das? Böse rüberkommen. Aber ich merke, dass ich wahrscheinlich gerade ein bisschen unsympathisch rüberkomme, weil ich sie gerade nachmache und so. Ich meine das echt nicht böse. Wirklich nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Von den Treppenstufen ist der Blick. So, dann geht man halt hier so nach oben und hat dann halt sagen hier sozusagen so einen Überblick auch. Und das geht halt hier so voll auch so in die Höhe. Das kann man auf dem Video mal nicht ganz gut erkennen, finde ich. Und dann geht man halt hier nach oben. Und dann würde ich sagen, erkläre ich kurz, welches Zimmer was genau ist. Und ja. Okay, ich habe jetzt diese Licht nochmal angemacht. Und das kann man jetzt nochmal ein bisschen besser erkennen. Ich finde es extrem schön, wie das halt einfach so nach oben geht. Keine Ahnung, das hat so extrem meinen Geschmack. Und dann ist hier ein Spiegel. Hier könnt ihr mich sehen. Und ja, hier ist das Schlafzimmer von meinen Gasteltern. Das will ich jetzt nicht zeigen, weil ich finde, es ist halt nicht angebracht fürs Social Media, finde ich. Deswegen, das will ich jetzt nicht zeigen. Hier ist einfach unsere Waschmaschine und Dryer. Trockner? Ja, ich vergesse schon echt langsam deutsche Wörter. Und dann hier ist das Spielzimmer von Lia. Ich wünschte, ich hätte so etwas gehabt, als ich klein war. Einfach so ein eigenes Spielzimmer, richtig, richtig schön. Ja, ich spiele halt einfach immer und ich spiele hier auch immer extrem oft mit ihm. Also wir verbringen hier richtig viel Zeit in diesem Zimmer. Und dann haben wir einfach auch so einen kleinen Tannenbaum im Spielzimmer. Und ja, hier ist auch so eine Weltkarte. Ja, ich bin genau hier, glaube ich. Da. Ja, genau. Fast hier, genau an der Küste. Und dann ist hier noch so ein kleiner Fernseher, wo wir halt auch mal ganz viel Mario Kart spielen. Und hier könnt ihr halt auch so ein bisschen Nachbarschaft sehen, aber da es dunkel ist, kann man es halt nicht so gut erkennen. Ja. Genau. Dann gehe ich jetzt mal weiter zum nächsten Zimmer. Hier geht man halt zum nächsten Zimmer. Hier ist halt das zweite Gästezimmer. Da ist halt jetzt gerade niemand drin. Das ist halt sagen frei. Also falls ihr noch einen zweiten Ausbildschüler aufnehmen wollen würden, könnte ich eine zweite Ausbildschüler noch nehmen. Ja, das ist halt das zweite Zimmer. Hier ist halt einfach ein Riesenbett. Und dann kann man da wieder auf die Nachbarschaft sagen, rausgucken, was ich extrem schön finde. Und dann halt hier halt einfach ein Ankleidezimmer. Und dann geht man hier, vielleicht sieht man ein bisschen so die Nachbarschaft hier. Kann ich kurz besser erkennen? Ja, man kann es ein bisschen besser erkennen. Sie hat voll einen Tick mit der Nachbarschaft, ne? Sie hat irgendeinen Deal mit denen, dass die, sag mal, die Häuser echt oft zeigt. Ja, genau, das ist die Aussicht aus diesem Zimmer hier. Und dann kann man da dieses schöne Haus auch sehen, was so dekoriert ist. Ja. Genau, das ist halt das Gästezimmer. Hier wird jetzt auch Familie schlafen, die halt Weihnachten kommt. Die kommen auch heute Abend schon. Und jetzt auf dem Flur geht's. Keine Ahnung, zu welchem Zimmer sollte ich jetzt gehen? Ich kann einfach mal kurz das zeigen. Das hier sind einfach nur so Handtücher und so, falls ich halt einfach ein Handtuch brauche. Nehme ich mal von hier ein Handtuch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu meinem Badezimmer. Das teile ich mit meinem kleinen Gastbruder. Und hier ist halt sein Waschbecken. Und das ist mein Waschbecken hier. Diese CeraVe Lotion, CeraVe oder keine Ahnung, wie die heißt. Die habe ich auf jeden Fall auch. Starke Feuchtigkeitscreme. Ich will eigentlich echt nicht viele Sachen, immer so Zahnbürste und so. Und hier habe ich halt so ein paar Sachen drin. Und hier bin ich. Und ja, hier ist halt einfach die Dusche. Und natürlich, der hatte, was kann ich jetzt sagen? Ich glaube, ihr wisst alle, wie ein Badezimmer aussieht. Ja, genau. Und dann habe ich halt auch so ein paar Glättereisen und so. Und ja, einfach so ein paar Sachen. Aber hier meistens sind meine ganzen Sachen hier so drin. Und ja, das war es auch schon mit dem Badezimmer. Dann würde ich sagen, Gehen wir kurz in Leos Zimmer. Das ist mein kleiner Gastbruder. Ich glaube, den kennt ihr alle. Also das ist sein Zimmer hier. Sein kleines Paradise. Und ja. Ja, genau. Ich glaube, ich sage in diesem Video so oft M, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich sag einfach du sagst alles. Nicht oft M, du sagst oft ja. So. Ja. Ich wünschte, ich hätte so etwas gehabt. Das ist einfach so schön. Einfach so ein kleines Zelt. Ja, das ist extrem, extrem schön. Und ja, mein Zimmer ist direkt hinter dieser Wand. Ich kann ja eigentlich auch gar nicht mal so viel zeigen. Also einfach sein Bett und sein Zimmer. Und hier ist ein Ankleidezimmer. Und sein kleiner Chaos-Rucksack, richtig süß. Und ja, ich will jetzt mal sagen, wie hier ist in mein Zimmer, was direkt hinter dieser Wand ist. Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in mein Zimmer. So, last but not least, mein Zimmer. Genau. Okay. Licht an. Okay, das ist also mein kleines Zimmer hier, richtig gemütlich. Und ja, also das ist hier mein Bett. Und hier habe ich eine kleine Lichterkette hinter meinem Bett. Und dort habe ich halt ganz viele Polaroid-Bilder
aufgehangen, um mich halt einfach so mehr süß, wie zu Hause zu fühlen. Ich finde, das brauche ich halt einfach mal extrem so. Ja, einfach so Bilder von meiner Familie und Freunden. Und ja, genau, das ist dann halt hier mein Bett und thankful. Und ja, hier ist halt einfach so ein kleiner Schminktisch. Wo ich hätte so gerne einen Und-Ja-Counter. Ja, wenn wir fertig machen morgens. Hier habe ich so etwas Weihnachtsdekoration, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu sein, obwohl ich dieses Jahr echt gar nicht in Weihnachtsstimmung bin. Keine Ahnung warum. Und ja, hier habe ich einfach meine Schminktasche, Parfüm. Ja, hier habe ich halt einfach so Bücher und so drin, also einfach echt nicht krass wichtige Sachen drin. Also ja, da ist dann mein Spiegel, wo ich halt immer meine Outfits angucke und so. Und hier habe ich so ein bisschen Pflanzen. Ich brauche halt einfach immer Pflanzen. Also Pflanzen und Kerzen brauche ich einfach in meinem Zimmer. Und dann habe ich hier so eine kleine persönliche Ecke, würde ich mal sagen. Also einfach so mein Abschiedsbuch, Parfüm, dann halt dieses Heart of Gold Award, was ich halt von meinem Cheer-Team bekommen habe. Einfach so Erinnerung, würde ich mal sagen. Und halt so ein kleiner Schutzengel, den ich von meiner besten Freundin bekommen habe am Flughafen, bevor ich Deutschland verlassen habe. Und dann halt hier halt einfach auch so ein Bilderrahmen, den ich bekommen habe von meiner besten Freundin als so ein Abschiedsgeschenk. Und einfach eine Kerze, also einfach so persönliche Erinnerung, würde ich mal sagen. Schon cute. Genau, weil man die halt einfach gut hier erkennen kann. Und ja, und da habe ich halt einfach so Taschen. Und hier kann man dann halt die Nachbarschaft meinen beobachten. Ausblick sehen aus meinem Zimmer. Genau, das ist dann halt die Nachbarschaft. Gerade hier. Die Lichter kann man auch voll gut erkennen. Und ja, hier habe ich dann Unterwäsche. Hier habe ich Pyjamas, glaube ich. Hier halt einfach ganz viele T-Shirts und unten ein paar Hosen. Aber eigentlich, mostly, ist alles da drin. Ne? Ich weiß nicht warum, aber es fällt mir extrem schwer, heute Deutsch zu reden. Ich habe so ein Gefühl, ich verspreche mich die ganze Zeit. Also, sorry, falls ich mich gerade die ganze Zeit verspreche. Ja, das ist hier mein Einkleidezimmer. Und ich bin so in Love mit diesem Einkleidezimmer. Ich finde es so toll, dieses Einkleidezimmer. Ich wollte das schon immer haben. Ich finde das auch ganz cool. Die haben das ja irgendwie wirklich in jedem Zimmer mit drin gehabt. Auch bei dem kleinen Sohn hatten die so eine extra Tür, Ankleidezimmer. Also wie viele Türen hat man oben überhaupt gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder so insgesamt? Ich habe auch so diesen typisch amerikanischen Teppichboden, was ich auch extrem cool finde. Und ja, das ist halt hier mein Ankleidezimmer. Meine Klamotten, weil immer mehr hier in Amerika. Und ich weiß nicht, wie ich die nach Hause nehmen soll. Ich habe bestimmt meinen zweiten Koffer dazu nehmen müssen. Ja, hier habe ich halt, wie gesagt, einfach ganz viele Jacken, Mantel, ja. Ja, ich kann es sehen, einfach Klamotten. Und dann oben habe ich halt einfach noch Hosen, weil es passen nicht alle Hosen dort rein. Das heißt, ich habe dann halt einfach dort noch ganz viele Hosen und halt so Jogginghosen und so. Dort habe ich einfach ein paar Bücher und ein paar Schulsachen. Und hier sind dann meine ganzen Shielding-Klamotten, also meine Palms, meine Bows, also hier, diese Bows hier. Hier, genau, für Shielding, die habe ich bekommen. Und halt einfach meine Uniform, die ich immer an Games trage und halt auch noch meine Sportklamotten, die ich beim Training trage. Und einfach hier meine zwei Koffer, mit denen ich hier nachher gekommen bin. Und dann halt einfach mein Schulrucksack und noch ein anderer Rucksack. Ich finde es halt voll cute, weil man merkt, dass sie halt komplett aufgeht. Also sie ist komplett der Typ für Amerika, für dieses USA-Ding. Sie geht da drin voll auf. Sie ist schon voll im Denglisch drin. Also sie hat ja auch schon gesagt, es fällt ihr schwer, Deutsch zu sprechen. Und ich glaube, das, was mich an der Stimme auch so genervt hat, gerade dieses und ja, das ist dieses Amerikanische, was sie gerade sozusagen übernimmt, weil Amis reden so, yes, and ja, yeah, and yes, and yeah, and yeah. So, wisst ihr, was ich meine? Deshalb, ja, ich glaube, das ist der Grund, warum sie so Ups and Downs mäßig die ganze Zeit redet. Aber das Wichtigste ist, dass sie Spaß hat, dass sie glücklich ist. Und das hat sie, das merkt man. Also sie hat diese Haustour sehr, wie sagt man das, mit Leidenschaft gedreht. Wirklich cool. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Traum von vielen, vielen, vielen Mädels und Jungs hier, mal in der USA irgendwie ein Auslandsjahr zu machen oder in der USA zu leben überhaupt. Sehr stark. Sehr stark. Für mich geht es auch dieses Jahr das erste Mal in die USA und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr. Das war's mit dem Video, liebe Freunde. Schaut bei ihr vorbei. Ich verlinke euch das Video natürlich unten in der Beschreibung. Deshalb checkt's ab. Dort kommt ihr auch zum Hauptkanal. Abonniert gerne auch diesen Kanal und schaut auf Insta vorbei. Würde mich sehr freuen. Danke, danke für den Support, den ihr mir täglich gebt. Kuss geht raus. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Ciao.